Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Im letzten Part sind wir hier in Paris eben angekommen und haben eine Explosion im Café miterlebt. Ja, und jetzt wollen wir uns mal umschauen, ob wir irgendwas Besonderes finden. Und ich würde mal sagen, wir unterhalten uns als erstes mal mit dieser jungen Dame hier. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobart. Oh, ein Amerikaner. So wie es sich anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre alt, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja. Kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht, mit ihm verwandt? Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard vom La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du? Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Wieder? Gut, dann... Ja, da befragen wir sie jetzt erstmal über den Clown. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantin. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen können. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hattest Rosas Gabe der parapsychologischen Befragung. Woher hat Plantin deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantin sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. So leicht geht es heutzutage, an Telefonnummern von Frauen ranzukommen. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur... Gut, ich, bis bald. Gut, jetzt konnten wir sie leider nicht über die anderen Sachen ausfragen. Blöd. Egal. Ah, Monsieur Stobart, nicht wahr? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich. Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam, durch die Beachtung aller Details, die nicht durch Intuition... Was? Ja, klar, sicher. Was macht Rosso mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner das sagen wolltet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das dein Ernst mit dem ganzen Psychopolizistenkram? Natürlich.
Inspektor Rosso ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in LA klappt. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendetwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich keine weiteren Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantin. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Das ist ja gut, Arschloch. Gut. Schauen wir doch mal hoch, ob dieser Typ hier oben vielleicht was mitbekommen hat. Hey, sieh da. Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Also, als der die Knarre rausholte... Boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft dahinter, wissen Sie. Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Er hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Ist dir ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Die Typen sind witzig, ey. Habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Natürlich ist der Zirkus auch nicht mehr das, was er mal war. Die Leute beschweren sich über Grausamkeit gegenüber Tieren, aber genau dasselbe sind wir doch schließlich immer durch... Was? Aber genau deshalb sind wir doch schließlich immer hingegangen. Ach, deswegen geht's halt. Heutzutage hüpfen überall nur Akrobaten in hautengen Anzügen rum. Das stand mir natürlich auch an. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt. Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Ernsthaft? Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn es anders wäre. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Warum sollte ich den Bullen helfen? Gemeinschaftssinn. Gemeinsam gegen das Verbrechen und so. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie eine Aktion gesehen? Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Hab ich schon gefragt, was das für ein Knall war. Gab's Tote? Ja, einen alten Mann hat's erwischt. Merde. Hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist. Was mit der Kellnerin? Die ist okay. Dem Himmel sei Dank. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Ui, so ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Oh Gott, ich wäre aus der Grube rausgeklettert und hätte ihn so verprügelt. Putain, was? Ich hätte ihm die Fresse polieren können, an meinen Reden. Oh, eiskalt, ich wäre rausgeklettert und hätte ihn sowas von... Ja. Haben Sie den alten Mann erkannt? No. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. War das der Typ, den sie im Café erwischt hat? Ja. Oh Mist.
Er tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Ich hätte ihn trotzdem verprügelt. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen, wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Das hätte ihn auch nicht irgendwie lebendig gemacht oder hätte ihn auch nicht am Leben gelassen. Egal. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da wären alle Menschen zu Schauspielern, zu schlechten meistens. Schauen Sie sich das hier mal an. Ey, Sie sind ein Bulle? Reden Sie nicht so laut, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Wen suchen Sie? Das ist vertraulich. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade nur 10 Minuten. Und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause hinlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie mit der Maulerei auf. Pah, es ist unglaublich, die verdammten weichherzigen Liberalen. Die Delfine retten, fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Delfine sind keine Fische. Das sind Säugetiere. Danke. Oh, das ist schon besser. Schauen Sie mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ja, was jetzt? Groß oder wie Sektkorken? Weil Sektkorken sind eigentlich relativ klein. Was denn das? Salahedin. Läuft beim großen Preis vom Ade Triumph. Salahedin? Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami! Schnell, wie der Blitz ist sie! Klar, Moment, ich muss kurz husten, die Stimme von dem geht mir so auf den Hals. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel! Bedien dich! Jetzt auf einmal. Na komm, geh schneller. Ich finde ein T-förmiges Werkzeug im Kasten. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht nützlich aus. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die werden wir noch öfter hören. Das ist nämlich etwas, wenn wir was Wichtiges gefunden haben. Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht. Sollen wir Nico anrufen? Nein. Wir brauchen Nico noch nicht anrufen. Dieses Zahnrad, das ihr da gesehen habt, das bedeutet, dass wir da etwas tun können. Nun, wir haben jetzt was gefunden. Wo kann man eigentlich nachschauen, was ich habe? Okay, da kann ich... So. Okay, irgendwie gar nicht. Egal. Ah, hier! So, hier seht ihr, wir können auch mit R kurz wechseln, da sehen wir, wo wir überall was machen können. Zum Beispiel hier jetzt. Katze! Oder hier mit der Gullideckel. Nanu, was liegt denn da neben dem Gullideckel? Also. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Lecker. Schau mal, der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Nun, hier kommt jetzt der Gulliöffner zur Schau. Und auf da. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Nun gut, Leute, aber da klettern wir das nächste Mal runter. Denn die 15 Minuten sind schon wieder so gut wie um, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part von The Legend. Jetzt wollte ich schon The Legend of Zelda sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play. Ich hab den Baphomets Fluch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.